heute wird's richtig krass, denn heute wird es einmal ein 10-Euro-Einkauf von Silvester versus 10.000 geben, Leute. Das heißt, ich und Pinky werden heute gemeinsam einen richtig krassen Vlog machen, Leute. Lasst einen fetten Daumen hoch oben da, kauft euch unbedingt Burger Pommes Merch, Leute. Seid schnell, es gibt nicht mehr viele Bundles. Und ja, ich würde sagen, Leute, ich kriege jetzt gleich meinen Umschlag und ich hoffe, bitte, bitte, lasst da nicht 10 Euro sein. Ich will so krassen Einkauf machen, ey, stell dich mal vor, ich krieg nur einen Zehner, ey, dann kann ich mir gar nichts kaufen, Leute. So, Leute, ich habe jetzt einen Umschlag bekommen, hier ist er drinne und ich bin gespannt, was da jetzt drin sein wird. So, Leute, ich mach den jetzt auf, bitte, 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 bitte. Das ist der Umschlag, ich weiß nicht, was drin ist, ehrlich nicht, wir haben beide so einen bekommen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel 10 Euro habe, hat sie 10.000. So, was haben wir? Ich habe... Leute, Team Pink ist natürlich auch dabei. Kommentiert jetzt alle Hashtag Team Pink. Und jetzt schauen wir mal, wie viel Marvin uns eigentlich gegeben hat. Also wir haben hier so einen roten Umschlag. Mina, mach mal auf. Oh mein Gott, Leute, wie viel Euro hat sie uns gegeben? 10 Euro. Das heißt, wir müssen für 10 Euro Feuerwerk kaufen. Ja. Denkst du, wir schaffen das? Irgendwie ist das wenig Geld. Bestimmt schaffen. Bestimmt. Leute, ich würde jetzt sagen, wir gehen jetzt fett Feuerwerk kaufen. Ihr seht es gerade schon, das habe ich bekommen und es ist, ja, 10.000 Euro, Leute, let's go, ich habe 10.000 Euro für Knaller heute ausgeben, Leute, jetzt ist es richtig geil und die werden wir alle zünden. Ich würde sagen, let's go, wir gehen zum ersten Geschäft. Leute, ich frage mich, was man da bekommt, Wunderkerzen, vielleicht so ein Tischfeuerwerk oder irgendwie sowas. Ich hoffe, wir finden irgendwas. Was denkst du, was wir für 10 Euro bekommen? Sei mal ehrlich. Vielleicht so ein Set. Ein Set, wovon aber mit, Von Feuerwerk? Von Feuerwerk? Ein Set für 10 Euro, ja? Ja, bestimmt. Okay, Leute, also Mina hat richtig große Hoffnung. Ey, Mina, hier ist richtig viel Feuerwerk, aber schau mal, wie viele Leute hier auch schon alles leer fegen. Ey, wir müssen jetzt auch irgendwas finden. Mina, guck mal, hier stehen die Preise, ey. Ey, das können wir uns auf jeden Fall holen. Was steht hier? 3,56 Euro. Was ist das denn überhaupt? Lass mal kurz schauen. So, Leute, wir sind jetzt angekommen im ersten Geschäft und ich darf heute so viel Geld ausgeben, 10.000 Euro. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt erstmal richtig fetten Einkaufswagen. Hier sieht man direkt schon, oha, richtig geil, ey, no joke, ich freue mich schon. So, erstmal ganz wichtig, Feuerzeuge. Okay, der ist gut, dann nehmen wir den mit. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt erstmal hier 3 Stück davon auf jeden Fall mit. Feuerzeuge immer ganz wichtig, direkt schon mal als erstes eingetütet. So, Leute, wir sind jetzt hier schon bei den Knallern angekommen. Digga, wir sind so weit gefahren, die haben ja einfach fast gar nichts mehr. Jetzt müssen wir das nehmen, was die noch haben. Nehmen wir die hier auf jeden Fall mit hier. Die packen wir ein, müssen wir auch richtig voll machen hier. Was haben wir noch Geiles? Oh Leute, hier gibt es ja auch noch einen eingepackt. Ich glaube, nehmen wir die noch einen eingepackt. Ist auch besser. Ey Leute, guck mal, hier waren alles Knaller, ist alles schon weg. Sollen wir jetzt sagen, komm, hier nehmen wir die auch noch mal mit hier. Ne? So, die packen wir auch noch ein. Wir müssen heute richtig viel Feuerwerk kaufen. Ja, was denn? Ja, pack auch einen, nehmen wir auch noch mit. So Leute, ey, guck mal, hier nehmen so richtig geile Laserschwerter. Ich habe mit Laserschwerter. Ja, davon nehmen wir auch noch mal hier 3 Stück mit hier. Pack mal ein. Boah, ich kann so viel Geld heute ausgeben, das ist so geil. Leute, Kinderfeuerwerk sind wir auch noch mit. Ja, pack die auch noch ein. So, ich glaube, das war's hier. Mehr haben die nicht. So, wir nehmen jetzt das und fahren jetzt erstmal weiter. So, Leute, das ist jetzt der erste Einkauf gewesen, die erste Station. Wir haben bezahlt 130 Euro ungefähr, soll ich jetzt sagen. Fahren jetzt erstmal weiter und gucken jetzt erstmal im nächsten Geschäft. Genau, das geht, aber wir geben noch viel mehr aus, ne? 10.000 werden wir heute ausgeben, Leute. Let's go. So, Leute, wir sind jetzt im nächsten Geschäft hier angekommen. Rewe Center, ja? Da werden wir jetzt auch mal richtig Kohle lassen. Ja, wir müssen jetzt richtig Geld lassen, Leute. Ey, Leute, schaut mal. Der sieht richtig groß aus. Boah, da sind die alle. Wir müssen da hin. So, Leute, wir sind jetzt hier angekommen. Hier haben die schon ein paar mehr, ja. So, Leute, jetzt gibt es kein Problem. Wir dürfen hier drin nicht filmen. Ich kaufe jetzt erstmal alles. Ich kaufe mir einen halben Laden leer. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir draußen sind, Leute. Ich sehe den ganzen Einkaufswagen. So, Leute, wir sind jetzt hier draußen. Ey, gebt euch mal, wie viel Feuerwerk wir gekauft haben. Alles. Digga, allein diese eine Batterie, 100 Euro, ey. Wir haben so viel Geld gerade dafür ausgegeben. So fett. Boah, ich glaube, 900 haben wir jetzt bezahlt. Allein die Raketen, alles. So, ich würde sagen, wir gucken es nachher nochmal genauer an. Problem ist, die Leute wollen immer in dem Geschäft nicht, dass man filmt. Keine Ahnung wieso, aber es ist so fett, dass wir das krasseste Silvester ever. So, wir räumen jetzt erstmal alles ins Auto ein. Und dann fahren wir erstmal, würde ich sagen, zum nächsten Geschäft, Leute. Let's go. So, Leute, wir räumen gerade die ganzen Knaller ins Auto und ich habe noch ein paar Zuschauer getroffen. Was geht, Jungs? Hallo. Moin, wollt ihr jemanden grüßen? Ja, ich grüße meine Familie und meine Freunde. Okay, wenn wir ich zugrüßen. Auch meine Familie und mein Bruder. Und ich grüße deine Takis. Let's go, Leute, wir gehen weiter einkaufen. So, Leute, wir sind jetzt beim nächsten Geschäft. Ich würde sagen, let's go, wir gehen da rein. Ey, ich muss immer vor dem Laden anfangen zu filmen, weil drinne machen so einen Struggle, ey. Ich verstehe das gar nicht, warum man da so wenig filmt. Das ist eigentlich Werbung für die, ne? Ey, Leute, schaut euch das mal an, was die nur noch haben. Digga, ey, ist ja auch schon wieder echt gar nichts mehr. Bruder, ich würde sagen, komm, wir gehen mal weiter, wir gucken mal weiter. Achso, wir schauen mal. Knallerbsen, glaube ich. Knallerbsen? Ja. Ich wusste. Leute, ich wusste, dass man so etwas Billiges bekommt für den Preis. Egal, 3,60 Euro ausgegeben. Das heißt, wir haben irgendwas mit 6 Euro oder so noch. Wow, Mina,
Ey, das ist das Größere da. Das Größere, dafür haben wir gar kein Geld. Wir brauchen diese hier, guck mal. Das kommt gerade mal so, 7 Euro, siehst du? Wie viele Euro haben wir noch? Wir haben doch nur 10 Euro. Wir müssen das mal jetzt berechnen, ob es überhaupt reicht. Komm mal, komm. Also Mina, wir haben nur 10 Euro, okay? So, wir schauen mal jetzt, wie viel das Ganze nochmal hier kostet. Also, wie teuer waren diese Erbsen? 3,60 Euro, oder? Okay, 3,60 Euro haben wir. Dafür haben wir bekommen Knallerbsen. 4×10 Stück, das heißt, hier sind 40 Knallerbsen. XXL-Packung. Okay. Und das 7 Euro gekostet. Genau, 7 Euro und 3,60 Euro. Oh mein Gott, das sind 10 Euro und paar Cent. Weißt du was, Mina? Wir haben bestimmt noch paar Cent, oder? Okay, hast du irgendwie hier noch ein paar Cent drin? Schau mal. Nee. Vielleicht auf der anderen Seite vielleicht? Nein. Nur guck mal, was ist. Mina, schau mal auf den Boden. Schau mal auf den Boden. Mina. Oh mein Gott. Mina. Ich habe auch 2 Cent. Also, ey, guck mal, was wir auf dem Boden gerade gefunden haben. Ey, das reicht jetzt für uns. Also Fullspeed, hier haben wir 10 Raketen. Oh, Leute, Zeit, um Feuerwerk zu machen. Let's go, Mina. So Leute, wir sind jetzt hier angekommen bei so einem Feuerwerkladen. Hier, ich würde sagen, wir gucken da mal. Ey, die haben sogar Bio-Feuerwerk. Lol, keine Ahnung. Weiß ich nicht, habe ich auch noch nicht gesehen. Ey Leute, schaut euch das mal an hier. Junge, sowas habe ich noch nie gesehen. Ich würde sagen, wir gucken mal hier gemeinsam, was wir noch so haben. Junge, richtig nice. Auf jeden Fall kommt ihr mal vorbei. Ich werde euch unten verlinken. Oh ja, sehr nice. Was ist das? So, ich würde sagen, wir gucken mal hier uns gemeinsam und schauen, was wir gleich noch nehmen, Leute. Let's go. So Leute, ich habe mir überlegt, wir nehmen uns jetzt hier auf jeden Fall mal ein paar von denen mit. Er meint, dass das so die lautesten sind. Die Kanonenschläge sind richtig geil. Die nehmen wir mit. Und auf jeden Fall noch hier so ein paar Raketen. Sind auch sehr geil, Leute. Wie gesagt, kommt hier gerne mal vorbei. Ich werde euch hier alles einblicken. Alle Social Media Kanäle seht ihr jetzt gerade von denen. Kommt hier gerne mal vorbei. Wenn ihr noch Feuerwerk braucht, bis wann seid ihr noch hier? Okay, Leute, könnt ihr auf jeden Fall machen. Ich würde sagen, wir kommen jetzt erstmal und dann zeige ich euch gleich alles, was wir geholt haben. Let's go. So, Leute, ich habe den Klopper gerade schon eingepackt. Ey, wir haben so ein fettes Paket da noch bekommen. Ey, das ist mindestens 1800 Euro ist das Ding wert. Richtig fett. Hier haben wir auch noch welche. Die haben jetzt noch so einen zweiten Standort. Da fahren wir jetzt auch noch hin. Let's go, Freunde. Ist halt richtig nice, sage ich euch. Ey, Leute, wir waren jetzt bei so vielen Geschäften. Die haben einfach keine Böller mehr. So, Leute, wir sind jetzt beim nächsten Geschäft angekommen. Ja, das gehört denen auch, wo wir vorhin gewesen sind. Ey, hoffentlich haben die hier mal ein bisschen mehr. Wir gucken mal. So Leute, schaut mal, die haben noch hier so, die haben wir schon überall gesucht. Solche hatten wir an den nirgendwo gefunden. Ich sage, nehmen wir die auf jeden Fall mit. Ja, auf jeden Fall nehmen die auch richtig. Oh Leute, schaut mal diese Bienen an. Richtig fett alles hier. Was denn? Was denn? Wir brauchen die, die sind richtig geil. Ja, ja, so, das stimmt, die sind auch richtig fett. Ja. Boah Leute, auch die brauchen wir auf jeden Fall. Da nehmen wir jetzt auf jeden Fall erstmal gleich ein paar von mit. Alter Leute, wir sind jetzt nochmal raus hier. Oh, Props gehen raus. Ey, wir zeigen das gleich Leontin, wenn wir zu Hause sind. Ey, wir haben so viel noch, Leute. Ich würde sagen, let's go, wir machen uns erstmal auf den Weg zu Leontin. Und dann ballern wir erstmal alles hier weg, ey. So Leute, wir haben jetzt alles hier positioniert. Schaut mal, wie viel Feuerwerk wir jetzt endgültig gekauft haben. Ey, gebt euch das einfach mal auch die hier. Richtig fett alles. Also wirklich, guckt euch mal diese ganzen Batterien hier an. Hier auch die ganzen Knaller. Es gibt einfach keine Böller mehr, sage ich euch. Digga, und hier auch so. Die ist auch richtig fett, die Batterie. Leute, ich sage euch ganz ehrlich, wir gehen auf jeden Fall gleich erstmal raus, ein paar Knaller anzünden. Ne? Wir müssen auf jeden Fall ein bisschen böllern hier. Boah, die Batterie ist auch so fett. Die sind alle so fett hier. Digga, wir haben so viel Geld dafür ausgegeben, Leute. Das ist das teuerste, was ich jemals gekauft habe. Ich meine, die sind alle fett, aber gebt euch mal einfach die hier. So Leute, schaut einfach mal selber. Die sind richtig fett. Alter. Oh mein Gott. Die sind da alle drin, ne? Ja, richtig groß, ne? Alter. Ja, passend zum Merch, Leute. Kauft den unbedingt. Und hier, gebt euch mal einfach mal. Ey, hier haben wir auch noch. Ja, die sind auch richtig fett, die Nico-Raketen. Genau. Ja, haben wir auch noch. Leute, gebt euch mal diese Laserschwerter hier. Leute, guckt euch mal hier, Berlin. Einfach richtig nice. Das Ding sieht auch geil aus. Das muss man hinstellen. Komm, das nehmen wir auch mit raus. Boah, Leute, der Himmel ist sogar pink. Könnt ihr das sehen? Oh mein Gott. Okay, Mina, wo ist jetzt unser Feuerwerk? Ich glaube, Barbie-Car hat sie uns eingepackt. Im Barbie-Car? Oh, so, Leute, ich habe das. Nur Erwachsene dürfen sowas machen. Und was hat Mina? Knallerbsen natürlich. Okay, knall die mal jetzt. Komm, wir möchten das mal hören. Oh, was ist das denn? Was ist das denn? Muss man, wie macht man das? Mach mal auf, mach mal richtig auf. Leute, das wird jetzt hier richtig kindisch. Wow, oh mein Gott. Ah, das ist voll laut. Dreh mal auf. Oh mein Gott. Und? Nein. Ah, der hat auch funktioniert. Achtung, ich schmeiß sie zu dir.
Also Leute, unser 10 Euro Feuerwerk sieht so ein bisschen mager aus. Ich hoffe, dass Marvins nicht das hier übertoppt. So Leute, ich hole es jetzt noch aus der Minibar raus. Und wo ist es? Hier. Boah, ich bin jetzt richtig gespannt, ob das krass wird. Boah, Leute, was ist das denn jetzt für ein krasses 10-Euro-Starterpaket? Leute, ganz wichtig, Feuerwerk ist nur für Erwachsene. Und wenn ihr das auch nachmacht, dann bitte nur mit euren Eltern. Okay? Dann würde ich sagen, los geht's! Leute, übrigens, wer nämlich cool findet, der Link zu meinem Profil ist in seiner Videobeschreibung. Also geht jetzt alle in die Videobeschreibung und folgt mir. Leute, natürlich habe ich hier auch Barisch dabei. Hi, Barisch. Das geht. Oh, du musst mir auf jeden Fall helfen, ne? Das darf man ja auch nur mit Aufsicht von Erwachsenen machen. Deswegen genau. Bin ich extra mitgekommen. Dankeschön, Barisch. Du bist heute... Ja, dankeschön. Weil, Leute, man braucht auch natürlich ein Feuerzeug und das dürfen stimmt. Nur Erwachsene bedienen. Ganz, ganz okay. Wichtig. Okay. Leute, wir machen das jetzt... Ja, doch, doch, war doch krass für 10 Euro, okay, war krass. War jetzt nicht so heftig wie bei okay. Marvin, aber war schon gut. Leute, ich finde, das war jetzt richtig krass für 10 Euro. Ich würde aber sagen, lass noch einen nehmen. Ja, da war ein Stück grün, das war doch gut. Also der knallt jetzt nicht so gut, ja. Aber ist okay. So, ich bin mal gespannt, was die anderen so machen. So Leute, jetzt geht's los. Wir werden jetzt hier die erste Batterie anzünden, ja. Frohes Neues übrigens. So, let's go, Leute. Leon, hier bist du bereit? Das, wir nehmen jetzt die hier. So, let's go, komm hier. Let's go, Leute. Boah, Alter. Junge. Oh mein Gott, Leute. Geisteskrank. Digga, guckt euch das mal. Ey, richtig fett, ey. Oh mein Gott. Richtig krass. Ey, unnormal, Leute. Schreibt mal rein, wie ich das finde. Ich muss sagen, die ist richtig fett. Ey, 10 von 10, das Ding. So Leute, jetzt würde ich sagen, das sind mal die Raketen, die wir hier gekauft haben. Wir sind hier im Ausland, ne? Hier darf man das ganze Jahr Knaller zünden. So, let's go. Der Test. Ja, ist ganz okay gewesen. Was meint ihr? Schreibt es mal in die Kommentare. Leute, ich würde sagen, das war's mit diesem Video. Lasst einen fetten Daumen nach oben da, kostenlos Abo. Dankeschön, Leute. Tschakos und tschüss.